sind Computerplatinen aus dem Commodore-Werk in Hongkong gekommen, das für die Bestückung der Platinen im weltweiten Fertigungsverbund zuständig ist. Der Computer, der daraus entstehen soll, heißt Commodore 64. Sein Gehirn wurde zwar bereits auf einer Leiterplatte zusammengebaut, aber bevor es zusammengelehnt, muss es sich noch einer Generaluntersuchung unterziehen. Funktionieren seine Sinne auch richtig? Farbe, Grafik, Musik und so weiter? Ein Test- und Prüfprogramm gibt Aufschluss. Dann wird das Computergehirn auf justiert. Langsam füllt sich ein leeres Gehäuse. Auch hier wird wieder getestet, geprüft, kontrolliert. Jetzt kann es aber wirklich losgehen. Hören Sie den Sound und sehen Sie die Grafik. Da kommt Freude auf. Vorspeck! Dieses private Fernsehprogramm erweckt den Bildschirm zu völlig neuem Leben. Der bunte Bilderbogen macht so richtig Appetit, selbst einmal den Joystick in die Hand zu nehmen, nicht wahr? Die sorgen dann auch für verdammt hohe Punktzahlen. Welche Punkte die Commodore haben Sie schon bei dem Spielbeispiel gehört? Dass in diesem Gehäuse aber eine regelrechte Musikmaschine versteckt ist, werden Sie sich aber nicht räumen lassen, stimmt's? Ihre Karriere als Komponisten steht nichts mehr im Weg. Der Name, der für Computer-Know-how schlechthin steht: Commodore! Eine gute Idee nach der anderen. Der nächste Song. Ja,
Auch wir nennen unsere Lieder Songs. Ist aus einem Handy. Der nächste Song ist aus einem Handy-Klingelton gemacht. Der Original-Klingelton ist von niemand anderes als Agro Berlin, Wichser, Sino! Euer Song heißt Sprites. Original mein Block, aber bei uns heißt das Sprites. Es dreht sich um nichts anderes als um diese kleinen Pixel-Wichser, die auf Commodore spielen mit den Gegenköpfen. Nein, ich hab nicht das Wort Wichser. Ich hab nicht das Wort Wichser gesagt. Lass anfangen, okay? Okay, jetzt wird gerockt, Leute. Ihr könnt jetzt ganz geil mit euren Armen, nehmt mal lieber den linken, der rechte sieht scheiße aus, dann macht so. Okay? 1, 2, 3, los! Wunderbare Arme, kommt! Yeah, genau so! Rock'n'Roll. Leute, der Typ hat irgendwie, ich weiß auch nicht. Leute, Naomi Sample, ich weiß nicht, was sie da zu sagen. Zieht euch rein, mach auf Play, komm. Thank you.
Danke. Leute, kurze Zwischenfrage. Uwe, hast du auch das Publikum ein bisschen drauf? Nee. Die sind nämlich geil. Nee, sowas. Die will ich unbedingt auf Band haben. Das letzte Mal, als wir gespielt haben, haben wir im Kino gespielt, da saßen alle. Okay, wir haben letztes Mal in Brüssel gespielt. Ja, Carsten, wir haben in Brüssel gespielt. Brüssel. Der nächste Song ist dramatisch. Hafe. Ja, das, es geht um... Tim, erzähl mal ein bisschen. Der Song geht darum einfach, ich wurde damals halt immer in der Schule verarscht, dass ich aussah wie ein Affenjunge. Ich hab's bis heute nicht verkraftet. Und deswegen haben wir mit meinen Jungs hier, Carsten und Mike, wir haben einen Song gemacht. Und den wollen wir euch jetzt präsentieren, Leute. Ab geht es. Affenjunge! So heißt der Song. Monitor lauter, dann sind wir live. Okay. Das ist ein T64. Der Goldene! Der nächste Song ist geschrieben von Nolde Royal. Wenn ihr das hier hört, ne? What is me?
Der Song ist auch ein bisschen traurig, der jetzt kommt. Ja, wir haben ihn geliehen und zwar irgendwelche Kumpels von uns namens Paul, Ringo, wie heißt der nächste? John. Und der letzte, den kann sich eh keiner merken. Die haben uns gesagt, wir haben einen Scheiß-Song geschrieben. Macht mal was Besseres draus. Ist uns nicht gelungen, aber wenn man sich schon die Arbeit gemacht hat und eine Viertelstunde am Computer hing, dann kann man, mach mal. Das sollten wir. Wir sind leider schon in der Mitte des Programms. Im nächsten Song dreht sich alles. Ja, Entschuldigung. Es ist auch mein Stunt. Okay, wir probieren jetzt einen Stunt. Geprägt von Jackass. Der ist noch nie versucht und noch nie geklappt worden. Was ist das für ein Deutsch? Okay. Nee, geklappt wurden! So heißt unser nächster Song. Genau. Also es hat noch nie funktioniert. Es hat auch noch nie jemand probiert, aber jetzt versuchen wir es mal. Ich muss nur kurz hier ein paar Einstellungen vornehmen. Mischer, hallo, hallo. Mach mal eine Mische fertig. Nein, ist die Stimme zu laut? Laura, Lecky, 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 Laura, Lecky,
Mit FX-Zwing geschlafen. Leute, das war so schön.
Tut mir leid, jetzt kommt schon unser letzter Song. So schön dieser Song auch war, umso rockiger wird's jetzt. Ihr kennt doch Scooter, denn, ne? Timo hat noch 80. Wenn ihr Zugabe schreit, spielt er alle. Ja, ihr müsst es nur wollen, Leute. Um euch daran teilhaben zu lassen, ich habe keinen Monitor für mein C64 Reset steht hier. Dreimal Shift drücken, 1, 2, 3, zweimal Sound. Und auf geht's. Ja, ja. Das war nicht der Song. Ihr habt für 3 Euro beim 1 Euro, ja, ist euch mal aufgefallen, in den 1 Euro Shops in allen Städten gibt es keine Sachen für 1 Euro. Aber für 3 Euro und das klingt dann so. Ich habe eine Viertelstunde gespielt, dann war der Monitor, der Lautsprecher kaputt. Just what is it that you want to do? We want to be free. We want to be free to do what we want to do. Wo seid ihr denn jetzt alle hin?
Okay. Jetzt, wo ich hier alleine stehe, kann ich's ja sagen. Ach so, jetzt kommt's ja doch noch. Ich wollte gerade sagen, meine Bandmitglieder sind Arschlöcher. Das war ein Scherz, Leute. Ich sing noch eins für euch, okay? Eine Ballade. Jetzt mach mal ein bisschen Lärm hier. Eine Ballade, ich hoffe, ihr vertragt das. Mike, muss ich was drücken, oder kommt das von allein? Wir sind Profis. Es war noch nie live gespielt, dieses Lied. Everyone love the king of the sea. Ever so fast and gentle is he. Tricks he will do when children appear. And how they love when he is near. They call him Flipper, Flipper, faster than lightning. No one you see is smarter than he. Thank you very much, Berg, ihr seid die Geister! Viel Spaß mit der nächsten Band. Ich glaube, sie heißt Alibaba, ich bin mir nicht sicher.